Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und wir sind mal wieder im Zoff mit Sparta. Und Sparta wird gespielt von... Jake! Genau. The unbelievable Iron Jake! Genau. So, wir waren eigentlich schon mal hier. Also, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde oder so aufgenommen. Und dann dachte sich Tobis PC einfach so, hey! Ich habe eigentlich überhaupt keinen Grund, aber ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Genau. Das wird mir jetzt einfach alles zu bunt. Und hat sich so gedacht, so, ich gehe jetzt aus und dann dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Genau. Heißt, hier zum Zweiten. Genau. Am 1. April. Genau. Das muss gewesen sein, ey. Dein PC hat sich so gedacht, ha, April. Genau. Also, ich erkläre nochmal kurz, warum ich das hier mache. Also, wieder mit dem Haushalt. Weil der Typ ist jetzt 75 und der wird bald sterben. Und wenn er stirbt, nimmt er den ganzen Haushalt mit ins Grab. Und weil ich das nicht will, habe ich den jetzt alles rausgenommen, damit die ganzen, ja, die ganzen Boni auf die Jüngeren übertragen werden. So, genau. Vor allen Dingen die bald Frauen bekommen, warte. Stimmt, das habe ich ja. Jetzt darf ich die ganzen Leute wieder verheiraten. Okay. So, Massenhochzeit, warte, dann. Da war noch jemand, oder? Hier. So, ist das auch ein nerviges Geräusch? Klick, 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 klick. So, Loyalität sichern wieder. Weil das haben wir ja auch noch nie gemacht. Genau, jetzt kommen die ganzen Armee. Ich glaube, ich habe das wirklich noch nie gemacht. Ja, es ist halt, ich weiß gar nicht, über welche Provinzen, das konnte man sich doch irgendwo anzeigen lassen. Was wo, denn? Welche politische Partei die welchen Ding hat. Genau. Ah, lol! Die Makedonien ist komplett jünger der Athene. Finde ich insofern ganz schön unlustig, weil da ein ziemlich wichtiges Gebäude von mir drin steht. Ja, da muss man dann aufpassen. Genau. Ja. Sollen wir das nochmal probieren oder automatisch? Ja, nee, hau rein, okay. Los. Gut. Wenn es jetzt wieder. Wenn es jetzt nochmal abschmiert, dann fangen wir nochmal von vorne an und danach spielen wir es dann automatisch, weil dann haben wir keine Lust mehr. Genau. So, aber jetzt. So, dieses Mal kann ich wenigstens meine Leute schneller aufstellen, weil ich jetzt schon einen Plan habe. Okay, gut. Vorausgesetzt, ich stehe genauso. Davon ist ja mal auszugehen. Ja, das ist eigentlich relativ safe. Oh, schöner Sonnenschein. Uah. Hey, du bist schon im Spiel, ist ja unfair. Bei mir ist noch Ladescreen. Ja, ich weiß. Ich musste die ganze Zeit auf dich warten. Oh. Oh. Kauf dir mal einen neuen PC hier. Oh. Ich brauche nur mehr RAM. Ja. Und irgendwann eine bessere CPU. Aber. Ja. Welche Grafikkarte hast du eigentlich? Eine 1050 Ti. Ja, okay, das. Das sollte noch ein bisschen halten. Ja, das auf jeden Fall. So. Dam, 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 So, Hopliten, es ist Zeit für... Was macht ihr da vorne? Könnt ihr mir das mal verraten? Ihr sollt nicht da vorne rumstehen, sondern ihr sollt hier schön mit den anderen in einer Reihe am Fighten sein. So. Das gefällt mir. Oh Gott, bitte nicht. So. Da haben wir hier unsere Quadratspeerkämpfer. Quadratspeerkämpfer.
Nein, den Elefanten fehlt ein halber Zahn. Oh. Autschi. Aber die haben noch gesunde Zähne. Nein, ich habe keine Zeit. Ich schaue mir nicht die Elefanten an. Die sehen aber echt cool aus. So, ne? Soll ich dir ein bisschen Druck machen? Indem du jetzt halt auf Anfangen drückst. Dum, 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 bam. Ach du, alles gut. Eine Minute reicht vollkommen. Ja, eine Minute Zeit reichen. Hoffe ich. Bin mal gespannt, wie du dich dann aufschneidest. So viele Möglichkeiten habe ich tatsächlich gar nicht, finde ich. Ja. Zumindest effiziente. Ja, das stimmt. Also wenn ich gewinnen will mit meinen Einheiten, dann habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Du willst doch nicht gewinnen. Du willst doch die Handel von drüben nicht vernichten. Oh, es sind schon 9 Sekunden. Steht jetzt hier noch haufenweise unnützer. So, dann kommt ihr mal her. Können wir jetzt noch überlegen, wie wir euch halbwegs sinnvoll postieren. Ah ja, okay. Kannst du furchtlose Krieger. Furchtlose. Kannst die Schiffe noch holen, also die Fernkämpfer von den Schiffen. Ja, das hatte ich vor. Gut. Na, warte mal, meine Reiter sind da ja gar nicht hidden. Nicht wirklich. Ja gut, allerdings sind die Schiffe jetzt, glaube ich, nicht wirklich eine große Hilfe. Naja, es sind Speerträger. Speerträger haben eine gute Rüstungsdurchdringung, also ungeil sind die nicht. Die Einheit schießt, während sie im Kreis reitet. Oh scheiße, hast du die? Ja. Geil. Die mag ich auch sehr gerne. Die macht dann so ein, ja, so einen Kreis und macht so einen Dauerschuss quasi. Das ist ziemlich cool. So. So, die müssten eigentlich relativ... Achso, warte, aber das sind deine Elefanten. Du hast ja nur Elefanten als Kavallerie da drin. Als Kavallerie habe ich nur Elefanten, das stimmt. Brennender Schuss oder schwerer Schuss? Ich glaube, gegen Elefanten ist der brennende Schuss... Was? Was? Nein, nein. Also ich mache den schweren Schuss.
Das war, glaube ich, gegen die Hopliten besser. Das kann gut sein. Ich glaube, das ist gar nicht so schlau, wie ich mir das ursprünglich dachte. Oh, mal gucken. Zu euren Diensten. Gepanzerte Elefanten. Im Grunde brauche ich nur eine Gelegenheit, mehr nicht. Also rein theoretisch. Ja, auch praktisch brauche ich nur eine Gelegenheit. Pioniere erwarten eure Befehle! Schwere Bogenschützen! Schnell marschieren! Schnelles Marschieren! Mann, die tröten vielleicht rum. Hä, das ist ja unfair. So nah wie die da an der Wand stehen, dürftest du die eigentlich kaum treffen können. Naja, schon. Dass du die überhaupt siehst, das finde ich schon dreist. Ja, sehen tue ich sie nicht, aber die schießen einfach mal auf gut Glück. Kennst du doch vom Bogenschießen. Ja, stimmt, das machst du öfter so. So, und wie sieht's hier aus? Habt ihr dann auch irgendwann mal daran gedacht, so dass ihr vielleicht da drauf ballert? Ja, habt ihr. Anständig. Ja, das mit dem Plänkeln hättet ihr vielleicht früher drauf kommen sollen, nicht erst jetzt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Befehle! Gepanzerte Elefanten! Befehle! Hey, ja, wollte mal angucken. Da kommt ordentlich was durch an deinen Elefanten. Gepanzerte Elefanten! Eure Befehle, mein Herr! Reitet sie nieder! Ja, muss ja, ne? Verdammt, ich glaube, das hat jetzt zu lange gedauert. Mein Herr? Ja, hat's. Ja. Ungünstig. Gepanzerte Elefanten! Elefanten! Gepanzerte Elefanten! Elefanten! Ikeniere! Gepanzerte Elefanten! Will sich jetzt gegen meinen General reiten? Ja, hä, lol. Dir. Hä? Hä, was ist das denn? Es ist einfach nichts passiert, die Einheit ist quasi noch voll und sie fangen einfach zu wanken an. Naja, deine ganze Armee ist weg. Und General ist gestorben. Das wissen die doch gar nicht so weit, wie die weg waren. Ja, ey, doch. Die haben schon vor Internet damals. Angeblich hatten die Grundmoral 100. Angeblich. Was, die Kavallerie hatte 100? Angeblich, ja. Krass. Also, oder ich habe gerade auf die falsche Einheit geguckt, aber... Ich glaube, falsche Einheit, weil die haben eigentlich nie mehr als 80. Alter, aber deine Einheit, also deine Elefanten sind ja hart heftig. Ja, aber... Ja. Vor allem, weißt du, siehst du, wie unnütz diese Speerkrieger sind? Die haben nicht einen einzigen Kill gemacht. Nicht einen einzigen Kack-Elefanten haben die umgehauen. Nicht einen.
Also ich meine, ich fände es ja okay, wenn sie jetzt nicht drei Einheiten oder so platt machen oder so, aber nicht mal einen einzigen Elefanten. Und oder Reiter. Ja, das stimmt. Ja, doch, das mit deinen Elefanten wird sehr interessant. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja. Also ich meine, ich konnte jetzt die ganzen Elefanten von der einen Seite reinschicken, aber trotzdem hat eine Einheit, also die haben fast alle geroutet, glaube ich. Und die einen sind wirklich bis zu meinen Bogenschützen durchgegangen. Also, und haben eine riesen Schneise in die Pikiniere reingemacht und so. Also, ja, sind gefährlich. Ja, die Frage ist, wie bremst man die am besten aus? Im Grunde, Piken müssten gegen die ja trotzdem ziemlich gut sein. Ja, sind sie. Aber es hält die Elefanten halt nicht davon ab, in die Piken reinzurennen, wie so bescheuerte Kacktiere. So. Jeder mag Elefanten. Ja, ich mag sie auch, solange sie meine Einheiten nicht töten. So. Ja, also gegen Elefanten braucht man auf jeden Fall Fernkampf. Also sei es jetzt, also am besten welche mit hoher Penetration, also Speerwerfer oder Bogenschützen. Und also es muss nicht immer der brennende Schuss sein, aber... Der brennende Schuss lässt sie halt ragen, er macht weniger Schaden, aber er macht sie aggressiv. Genau. So, oder panisch oder so. Das bedeutet, vor allem dann, wenn sie halt in deinen Einheiten drinstehen, dann... oder noch in der Nähe von deinen Einheiten sind, dann ja, ist der halt saugut, weil dann tötest du unter Umständen mehr von deinen eigenen Leuten als ein. Vor allem, was da gut ist, dass man den kompletten Charge von den Elefanten halt einfach abbrechen kann. Ja. Und das ist halt, ja, richtig nice. So. Ah, stimmt, die Agenten sind ja jetzt auch alle nicht mehr gelaufen. Ich hab sie nie weggeschickt. Krass. So, genau. Ja, doch. Du hast eine Strategie? Ja, ich glaube, ich habe eine Strategie. Die hatte ich letztes Mal schon. Allerdings bin ich jetzt halt noch ein bisschen... überzeugter. Ja. Okay. Beziehungsweise sagen wir, jetzt habe ich die Strategie in ein etwas gemeineres Maß gezogen. Da bin ich mal gespannt. Du bist dran. So. Haushalt erweitert sich. Und Quartiermeisterbericht hatte ich seit jetzt lange nicht mehr. Ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. So. Ich glaube, naja, allerdings habe ich die Zeit dafür nicht. Ist der bis jetzt noch im Gewaltmarsch? Wenn ich da Einheiten wegschicke, dann habe ich halt sowas von... Naja, aber ich muss eigentlich die Einheiten nehmen, die zwar halb tot ist, aber die können die im Gewaltmarsch unterstützen? Gewaltmarsch? Nee. Und sie schaffen es auch eh nicht bis hin. So. Ja, das Ding ist jetzt, ich könnte natürlich jetzt Söldner anheuern. Und quasi darauf setzen, dass er mich angreifen wird. So. Wenn er mich jetzt allerdings nicht angreift, hätte ich sehr viel Geld für Söldner ausgegeben. Wie viel Pikiniere hast du? Der Typ hat eine Full-Stack-Armee mit
Ja, soweit ich das jetzt nach meinen meinen Erfahrungen mit den Barbarenkämpfern, also ich habe die ja auch schon gespielt, sagen kann, nicht besonders krassen Einheiten. Mhm. Also alles irgendwie so eine Heerbannspeere, Keulen herbannen, also jetzt nichts Extremes. So. Hast du dich, erinnerst du dich, wo ich vorhin sagte, ich habe in Makedonien ein ziemlich wichtiges Gebäude? Ja. Ich habe gerade festgestellt, ich habe gelogen. Unwissentlich. Okay. Also ich habe mich wohl eher geirrt als gelogen. Nee, so. das war Absicht. Genau. Ich habe in der Garnisonsarmee 3 Pikiniere. Eine spartanische, was die Generalseinheit wahrscheinlich ist, also die in Anführungsstrichen Generalseinheit, und 2 periökische Pikiniere und eine Einheit periökische Hopliten. Dazu kommen spartanische Jugendliche und Helotensteinschleuderer. Okay. Ja, also wenn du... Er müsste eigentlich aufzuhalten sein. Ich habe allein mit der Garnisonsarmee habe ich halb so viel Streitkräfte wie er in der kompletten Armee. Und die Hauptsache ist, du hast Pikiniere. Richtig. Und ja. Also es sollte machbar sein. Ja, würde ich auch sagen. Heißt, warte mal, du gehst jetzt garantiert nicht in den Gewaltmarsch. So... Bedeutet, ich lasse das so... Nein, ich lasse das so nicht stehen. Habe ich denn... Okay, ich muss es wohl gezwungenermaßen so stehen lassen. Also muss ich nicht, aber... ich fände es gerade unpraktisch, würde ich es... So. Könnt ihr zweimal Kinder machen oder so? Ah, das frage ich meine auch immer. Haushalt. Moral, Moral. Forschungsrate, Autorität. Du hast keinen Ehemann. Was ist da los? Das geht so nicht, Fräulein. Heirate! Jetzt! So, gut. Jetzt, wo das geklärt wäre, wie sieht's mit dir aus? Du hast schon einen Mann. So, du, ihr seid auch alle verheiratet. Gut. Wenn sie jetzt allerdings einen Ehemann hat, müsste ich ja eigentlich einen freien General meiner Partei haben, oder? Oder erst ab nächster Runde? Erst ab nächster Runde, glaube ich. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe erstaunlich viele Generäle von der anderen Partei, allerdings meine Leute sind eigentlich fast immer Politiker. Ja, ist das gut. Naja, die kriegen halt sau viel Boni, aber sind halt in den Führungspositionen einer Armee nicht so nützlich. Ja, noch nicht. Aber das wird ja. Das wird schon. Ich habe gerade gesehen, dass der, also mein König quasi, der Dexios, der 75-Jährige, hat eine Frau, die ist gerade mal 28. Tja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, aber der hat in seinem Leben kein Kind bekommen, dieser Schlawiner. Ja, und jetzt mit wie alt ist der? 78 ist es auch wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, könnte man meinen. Unwahrscheinlich, ja. So. Ja, hier will ich eigentlich jetzt gerade nichts ausbauen. Hier kann ich was ausbauen. So,
Stadt. Alter, aber minus 8 Nahrung, Leute, eigentlich brauche ich die Nahrung. Warum zieht denn hier so an der öffentlichen Ordnung? Was ist denn da los? Nee, hier ist es. Okay. Was hast du gerade gesucht? Was genau erforscht du gerade? Das. Ich habe gesucht den Wirtschaftszweig, wo mehr, wo die ganzen Landwirtschaftsgebäude drin sind. Ach so. Hier oben muss ich auch noch was bauen. Also, was können wir denn hier machen? Artillerie. Ja, könntest du machen. Das wäre auf jeden Fall effektiv gegen deine kleine Steinschleuderies. So. Ja, machen wir das da. Das da. Noch nicht. Tempel und ja, doch, komm, hau raus. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Da gibt's nichts mehr zu tun. Dann der Typ möchte in eine Armee. Na dann. Oder warte mal, habe ich eine Armee, die ihn dringender braucht? General. Basileus hat einen. Wie steht's bei dir? Deine Armee ist nicht mehr voll. Was hast du noch? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dir fehlen 4 Einheiten. Aber ich kann hier drüben nicht rekrutieren. Was war dein Boni nochmal? Was kannst du Tolles? Verstärken aller Einheiten, Begleitarmee, Unterhalt für Landeinheiten und Rekrutierungskosten für Landeinheiten. Mein Schwert gehört auf geht's. Geh zu dem, mach die Militärausbildung. So. Dann, next one. Was? Ich habe eine Kleopatra? Ja. Kleopatra ist ja ein griechischer Name. Jemand versucht dir den Weg zu versperren und juckt mich das. Ah, nein, Burg. Alter. Nee, ich war gerade. Sie hat gerade gesagt, jemand versucht mir den Weg zu versperren und ich hatte in der Zwischenzeit halt einen General ausgewählt, um zu gucken, was der gerade macht, so. Und hab halt dann geklickt, so, weil sie halt weitergehen soll, und dann ist der General aus der Stadt rausgelaufen. Ah, ja. Aber ich habe ihn zum Glück noch rechtzeitig wieder zurückgeschickt, dass er noch in Reichweite war. So, jemand versucht dir den Weg zu versperren. Who cares? So. Ja, geh mal darüber und sag mir, was da ist. In eurem Dienste werde ich nehmen. Da steht eine 7-Mann-stark oder 7-Trupp-starke Armee drin und eine Stadt.
Kannst du zufällig irgendwas Tolles? Auskundschaften, 50% Wahrscheinlichkeit. Probieren wir es. Ein ehrwürdiger Entschluss. Sabotage erfolgreich. Und sie ist aufgestiegen. Sehr schön. So. Gut. Weiter im Text. Die haben noch Farbpfähle. Jo, wunderbar. Die stehen da in der Stadt drin. Das ist gut. Ich erwarte eure Befehle. Die sind da und tun nichts. Und ja, wunderbar. Alles klar. Na dann. Fertig. Fertig. So, mein Schiffchen fährt noch. Schiff, Schiff. Einfach schwimmen. Aha, der römische Spion ist aus Apollonia abgezogen. So. Friedensangebot, ja, aber ich will eine Satrapie. Nie im Leben werden wir uns euch unterwerfen. Lieber, ja, anscheinend nicht. Lieber Krieg, Blut und Zerstörung als Sklaverei. Gegen einen Typen, der doppelt so fett ist. Oder dreifach. Gallische Konföderation. Sind die irgendwo bei dir hinten, oder was? Nee, ich stehe bei denen oben. Automatisch. Ich frag mich wirklich, warum der mich angreift. Trotz. Ja, es ist halt, also seine Armee war schon größer, aber ich war halt auf dem See, also auf dem Meer. Ach so. Eine Armee auf dem Meer ist nicht so gut wie eine Flotte. Just saying. Was wollen denn die Geten von dir? Sie greifen mich gerade mit zwei Armeen an. Ah, und Odysseus? Nee. Ach so. Geten ist die Armee, die jetzt wahrscheinlich versucht, verzweifelt ihre Stadt zu retten. Nämlich die Kleine, wo ich mit Herakles Zorn drin stehe. Die kleine Siedlung, die erste, die wir angegriffen haben. In Malwa? Kann sein, dass. Ja, genau. Ja. Und greift mich jetzt mit. Ja, ziemlich genau 2000 Mann an und ich habe ungefähr. Ja, sagen wir 1500, 1600 zur Verteidigung. Also ich würde es spielen, einfach nur damit um auf Nummer sicher zu gehen, dass meine Einheiten keine Dummheiten machen. Mhm. Mhm. Soll ich spielen? Ja. Oder zuschauen? Überlegst dir, es ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Okay, dann spiele ich. Dann habe ich was zu tun hier.